Hallo Leute, weiter geht's mit Millennia. Da ist unser Skorpionboot fertig. Wollen wir mal ein paar angreifen, ein paar Piraten? Ah, kommt. Das sind aber auch ein paar Elite-Barbaren hier. Da müssen wir auch mal eine Armee hinschicken, alter Schwede. Wir müssen sowieso mal eine ganze. Ja, ich will mal sagen, so eine Armeereform durchführen. Dass wir hier mal. Kann man die eigentlich schon hoch und runter schieben? Ne, leider nicht. Ah, geht nicht. Dass man die so dispositionieren kann, aber ne. Jedoch, ne, nicht mal das ist es. Dass die halt nach Zahlen hier sortiert werden. Numerisch. Ich kam nicht drauf. Ich wollte chronologisch sagen, dass ja nach der Zeit. Nein, numerisch. Aber das ist auch nicht. Würde mir wünschen, dass man das von Hand hier umstellen kann. Weil man hat natürlich auch solche Armeen hier, wie in Tanis, die halt gar keine aktive Armee ist, sondern einfach nur eine Armee ist, um die Unruhe hier in Tanis zu unterdrücken. Und die steht halt hier auch mit drin. Das ist doch Quatschi. Gut, man hat dann halt dieses Symbol, das einem anzeigt, dass da halt Stadtwachen sind, aber trotzdem musst du erstmal die ganzen Armeen hier durchscrollen, bis du zu der Armee gescrollt bist, zu der du willst. Das ist blöd gemacht. Oder wir wünschen, dass das nochmal umändern. Okay, genügend beschwert. Wo war denn jetzt unser Skorpionsboot hier? Attacke! Oh, sieht das hässlich aus. Oder? Das hätte ein bisschen schöner machen können, grafisch. Ja. Keine Chance halt für die Barbaren. Bisschen EP bekommen. Bisschen EP bekommen. Ja, da. 12. Besser als nix. Veteran Level 1. Aber das hat man, glaube ich, schon, oder? Weil wir müssten in. Ah, in Nicomedia weiß ich nicht, ob wir die Kaserne fertig haben. Wartet, ich guck nochmal. Ausgebildete Einheit. Interessiert mich jetzt mal. Was haben wir denn hier schon gebaut? Haben wir hier die Kaserne schon errichtet? Nö, haben wir nicht. Im Moment also noch wahrscheinlich das Feldlager, ja. Plus 10 Kampf-EP. Also haben wir jetzt 2 Kampf-EP dazu bekommen. Wir hätten uns das mal vorher angucken sollen. Aber so verstehe ich das. Die Frage ist, hatten wir jetzt die Beförderung schon? Weil ihr seht ja die grünen Zahlen, so wie ich das verstehe, sind wir halt auf Level 1. Naja, wie auch immer. Ja. Schiff ist okay, Grafik von dem Schiff ist. Das Modell von dem Schiff ist meh. Ach, das ist die Armee mit dem Feldmarschall. Dann werden wir die Plündertruppen. Ich tue mich halt wirklich immer schwer. Umsonst. Einheiten, die umsonst sind, aufzulösen. Wir können ja. Wisst ihr, was wir machen können? Wir können die einsetzen für die Unruheunterdrückung. Das können wir machen. Lasst die Armee, die ganzen Plünderscharen einfach mal, ich würde sagen, bei Tanis sammeln. Und werden dann hier halt von hier aus die ganzen Städte mit Plünderscharen beliefern, die eben Unruheprobleme haben.
Die Unruheprobleme sollten sich halt auch wieder beruhigen, sobald wir Frieden haben mit dem Vereinigten Königreich. Wir wollen ja nur noch Liverpool zerstören und dann war es das ja ohnehin mit dem Vereinigten Königreich. Athen wird von Deutschland auch schon belagert, Manchester ebenso. Manchester ist übrigens, ihr seht das, kein Vasall mehr. Die haben das zu ihrem Reich gemacht. So haben sie wieder zwei Regionen. Ja. Unsere Angriffsarmee werden wir in London zusammenziehen. London. Erstmal, ja. Brauchen dann aber natürlich auch Verteidigungstruppen in Bristol. Das kann sein, dass das von Deutschland angegriffen wird, wenn wir mit denen im Krieg dann sind. Unser Vasall. Die werden sich nicht zur Wehr setzen können, wenn die hier mit 500, 600 Mann Stärke angreifen. Ach du grüne Neune, die haben ja aber schon ordentlich Truppen zusammengezogen. Ein bisschen habe ich Angst jetzt, Leute. Also wir werden zwar immer noch als stärker deklariert, aber ihr wisst, viel machen auch die ganzen Städte aus. Also es kann durchaus sein, dass die schon eine größere Armee haben als wir. Die versperren uns ja einfach mal eiskalt den Weg. Können die uns angreifen? Nö. Das wäre das Super-GAU, wenn die uns jetzt hier angreifen würden. Mir ist das zu riskant. Wir werden mal so außenrum marschieren. Karavelle kann auch befördert werden zu einem Man of War. Hier haben wir schon eine ganze Menge erkundet. Können wir eigentlich auch machen. Es kostet nur Erkundungs-EP. Schwupps. Von 10 Einheiten EP. Deine Attacke. Das Modell sieht gut aus. Bedeutend besser als das Skorpionsbodenmodell. Wir haben die nicht mal versenkt. Bekommen. Ihr krallt euch mal den hier. Ja, ihr könntet Bristol verteidigen, die Armee. Wenn es dann irgendwann soweit ist, dass wir gegen die Deutschen in den Kampf ziehen. Das ist die Knorr. Ne, kann Liverpool nicht angreifen. Das Schiff. Fünf Unterhalt kosten die. Es gibt halt nicht wirklich mehr viel zu erkunden. Wir haben meines Erachtens bald zu viele Schiffe und wir können die Knorre. Ist das die Mehrzahl von Knorr? Wir können die Knors nicht mehr abköten.
Das ist wie die Plünderertruppen, nur dass die Knorr Unterhalt kosten. Die Plünderertruppen kosten keinen Unterhalt. Darum Conquistador. Das ist halt alles französisches Gebiet. Tropischer Regenwald. Expedition verfügbar. Weiß nicht, ob wir durch Frankreich durchkommen. Ja, da sind wir angegriffen worden. Genau das, was ich sagte halt. Hatten wir Schwein, dass wir hier nicht vor die Einheit verloren haben. Das ist schwierig. Also erkunden können wir hier nicht weiter, weil wir halt mit Frankreich im Clinch liegen. Wir werden die Truppe zurückholen. Ab nach Cardiff mit euch. Göteborg. Das nimmt dann langsam ab. Waren das nicht 25? Ne, es war einmal 23. Bekommen wir das jetzt echt? Jede Runde? Tatsächlich. Plus 28 von eingesetzter Einheit. Die Frage ist, wie lange hält das an? Ich weiß es nicht. Es würde ja danach schreien, vielleicht mal noch so einen Händler rauszuhauen. Oder? Wie seht ihr das? Das ist doch der Hammer. Der nächste Händler bitte. Wisst ihr was? Vielleicht noch einen Händler. Helsingborg, auch alles erkundet hier. Marschiert mal bitte in die Richtung. Hier können wir noch ein Stück erkunden. Das Naturwunder erkunden. Bergexpedition. 100 Ingenieurspunkte und 50 Wissen. Wow. Super Sache. Unterhalt 7. Das kostet der Konquistador doch weniger Unterhalt, oder? Ne, auch 7. Frage ist, holen wir den zurück? Hier gibt es noch nichts mehr zu erkunden. Und hier haben wir noch einen Konquistador, der das hier noch erkunden kann. Ich sag ja, holen wir zurück. Die bekriegen sich ordentlich da mit den Osmanen, die Schweden. Oh, Stockholm ist gefallen. Krass. Region inaktiv. Welche denn? Abydos, die haben die Halle der Helden gebaut. Dann gönnt ihr euch. Ja, ihr habt von allem genügend. Unruhe steigt. Wir brauchen Truppen in Abydos. Diese Plünderscharen. Plünderscharen nach Abydos. Produktion, ey. Abydos braucht echt Produktion. Baut man eine heilige Stätte oder habt ihr schon eine große Kirche? Nein. Oder halt eine heilige Stätte als nächstes. Ja, heilige Stätte und Plünderschar und Produktion ankurbeln in Abydos.
Ihr habt schon Stadtwache hier. Ja, die haben sich schon bewegt. Ja gut, so wie es aussieht, so viel Plünderscharm haben wir gar nicht mehr, oder? Sind alle aufgegangen. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir noch 3 Plünderscharm. Schicken wir mal eine nach Abydos. So machen wir das. Gut, wollten wir noch irgendwas machen? Ach ja, Abydos. Produktion ankurbeln, indem wir hier das Lehmbergwerk verbessern. Auf die Ziegelwerkstatt und schon sind wir bei 0 angekommen. Dann haben wir hier noch 2-mal Holzfällerlager, die wir bauen könnten. Und beenden. Die behaken sich. Mama mia. Schweden schlägt uns eine Allianz vor, wir lehnen dankend ab. Deutschland mag uns nicht wirklich, wir haben aber noch offene Grenzen mit denen. Wir sind vorsichtig uns gegenüber. Auf nach London. Der Händler, oder? Ja. Auf nach Örebro. Noch ein Händler. Auf nach Vasteras. Das ist so entspannt. Dass die uns hier nicht angreifen. Genial. Von eingesetzten Einheiten, das sind die 28. Kein Dunst, wie lange das anhält. Das ist jedenfalls heftig, was wir da an Gold machen, wenn wir jetzt hier die ganzen Händler losschicken. Erkunden wir hier oben die ganze Seite mal noch. Ah. Hier gibt es noch Tiefseeanomalien. Oh, könntet eigentlich hier noch ein bisschen weiter EP erzeugen. Jetzt wissen, 12 EP hatte das Skorpionsboot. Also bekommt man pro versenktes, also pro Gefecht und pro gewonnenes Gefecht und pro versenkte Einheit 2 EP-Punkte dazu. Und die 10 hatten wir dann anscheinend vom Feldlager bekommen. Das ist natürlich enorm. Nicht. Aber okay. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wo sind die Deutschen hingezogen mit ihrer Riesenarmee? Wissen wir nicht. Bleibt bloß weg von uns.
Inquisitor. Wir gönnen uns die Kunst-LP. Kultur oder Kriegs-EP? Wir brauchen Kriegs-EP. Müssen die Armee wieder aufstocken. Ja, bleib in Tarnis, ja. Die Plünderschar kurz überlegt, ob wir die auch noch rausziehen, aber nö. York. Wir müssen halt hier hin. Mit der Truppe. Gewaltmarsch machen wir nicht, keine Angst. Der heilt aus. Die Plünderschar wird aber rausgezogen. Und gut, dann könnt ihr auch hier in unser Territorium ziehen. Da heilt er schneller. Die Armee verteidigt Bristol. Anführer wäre nicht schlecht. Es ist eine Stufe 4 Anführer. Und das wird eine Stufe 3 Anführer. Wir machen es. Dann haben wir ja einen guten Anführer drin. Einfach nur erkunden. Er erkundet hier den Süden und hier unten im ewigen Eis ist auch noch viel Fog of War. Die Konquistadoren. Ja, die sind hier in Gefahr. Ziehen die wieder zurück. Das hat keinen Sinn. Hier sind die Franzosen, da kommen wir nicht weiter. Das bringt nichts. Ja, das ist der Konquistador. Schicken wir mal mit in die Armee rein, nach Bristol. Wehrturm, tot, aber 5 Stadtmilizen noch drin hier in Barcelona. Die verlieren Truppen. Die wissen nicht wohin oder was mit der Armee. Die steht schon ewig dort und lässt sich von den Piraten da niedermähen. Grand Canyon Expedition abgeschlossen. Leider. Noch einen Konquistator. Mir kommt so vor, dass wir ein paar viele Konquistatoren erstellt haben, oder Leute? Das sind auch riesen Städte hier, ey, die die Osmanen haben. Runde kann beendet werden. Wir müssen mal hier reinschauen. Ja, Regionslevel für ein Palazzo. So viel Palazzos haben wir halt leider noch nicht. Studia DLD wäre nicht schlecht. Bringt Luxus und Wissen. Richtig viel Luxus. Es ist für Städte gut, wo wir keine Plantagen haben. Schalten wir mal frei. Dieses Studio Atelier. Ingenieurskunst. Die Städte wachsen alle.
Das läuft. Und rein. Die brandschatzen sich durch das Osmanische Reich durch mit ihrer 240er Armee. Innovation unsterblich. Die alte Garde aus Rom hat den Ruf, alles zu überleben. Andere Soldaten haben ihnen deswegen den Spitznamen die Unsterblichen gegeben. Die Unsterblichen gab's, ich glaube in Persien wurden die so genannt. Die wurden nicht so, also die wurden so genannt von den Gegnern der Perser. Das ist gefährliches Halbwissen, Leute, Achtung. Aber sie wurden halt nicht deswegen so genannt, weil die wirklich unsterblich waren, sondern weil es den Gegnern zuvorkam, den Gegnern der Perser. Weil sobald einer gefallen ist, ist gleich ein neuer nachgerückt. Deshalb wurden die dann halt die Unsterblichen genannt. Nehmen wir es an. Grenadier der alten Garde, plus 5 verteidigen, plus 5 maximales Kommando. Kavallerie der alten Garde, plus 5 verteidigen, plus 5 maximales Kommando. Das klingt nicht schlecht. Das macht die Einheiten halt stärker. Was Kommando jetzt bedeutet, weiß ich jetzt nicht, aber mehr Verteidigung für beide Einheitenarten nehmen wir gern an, weil Gold machen wir genügend. Na toll, Neutralität, ja, mit Frankreich. Jetzt können wir Frankreich doch noch vielleicht erkunden. Wir haben ja noch den einen oder anderen Conquistador da drüben. Ach, die Karavelle, die wir hier gebaut haben. Können wir gleich mal instant aufwerten. Zu einem Man of War. Attacke. Bewegung fortsetzen. Händler, oder? Ja. Öre pro. Und ihr seid ebenfalls ein Händler, ebenfalls in Richtung Osten unterwegs. Ist das für eine Qual wäre, die jetzt ging gar nicht, die Händler hier über das Gewässer zu bekommen, ohne das hier. Barbarenneutralität. Feine Sache. Erkundungs-EP, ja. 20 Erkundungs-EP. Ja. Ihr haltet die Stellung in London. Wache halten. Ne, ihr sollt nicht die Stellung halten. Ihr sollt Liverpool angreifen. Oder? Stopp, stopp. Ne, ne, ne. Die Armee sollte Liverpool. Wir können beide Armeen hinschicken. Gehen wir auf Nummer sicher. Dass Liverpool auch fällt. Ist Manchester schon gefallen? Immer noch nicht. Ja, wenn ihr euch nicht ausmehrt, nehmen wir Manchester für uns ein. Und haben dann noch ein bisschen Pufferzone. Wobei, das ist zu nah. Und das ist auch eine bedeutend kleinere Vasall dann als Bristol. Machen dann einfach Frieden mit dem Vereinigten Königreich. Die Deutschen werden das wohl hinkriegen. Kann ja nicht sein, dass die hier so lange rumpimmeln. Wir haben übelste Armeen hier gehabt. 750 Armeestärke.
drei Armeen insgesamt zusammengenommen. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Barbarendorf entstanden. Barbarenlager. Conquistador. Gibt's noch was zu erkunden hier? Sieht mir im Moment nicht danach aus. Da haben wir schon ein Schiff dort unten. Dann geh einfach mal an Land. Porte dich zurück. Ach nee, wir haben ja jetzt Neutralität mit den Franzosen. Heißt, wir können den hier anlanden. Und da kannst du dich zurückporten. So machen wir das. Da haben wir schon einen Anführer. Brauchen wir jetzt nicht noch einen Anführer. Das wäre eine Anführerstufe 5 gewesen. Scheibenkleister. Na egal. Entlassen? Ne, entlassen ja nichts. Was bekommt man da? X-EP. Wachhalten. In Bristol. Tiefsee. Anomalie. Ab ins ewige Eis. Den können wir auch rüberschicken. Ja, wobei, hier gibt es auch noch zwei Anomalien, aber da kommt auch schon eine Knorre. Dann lass den auch noch mit rüberschicken. Hier noch ein bisschen was erkunden? Fragezeichen. Nö, haben wir den. Der kann erkunden. Ich weiß nur nicht, ob wir offene Grenzen mit den Franzosen haben. Wir bieten es denen mal an. Nachricht wurde gesendet. Ich tippe mal, die werden es sowieso ablehnen. Zurückschicken. Region ist inaktiv. Welche? Na. Rom. Ach, die haben die Karabelle gebaut. Ja, wir sollten halt mal anfangen, diese Aufklärungsballons zu produzieren. Schweine teuer. Aber naja. Mal sehen, wie weit wir dann gucken können. Gleich mal zwei. Wir wollen ja in das andere Zeitalter hier. In das. Ja, das andere Zeitalter, genau. Nicht in das Standardzeitalter, Zeitalter der Revolution, sondern Zeitalter des Äthers. Sieht so ein bisschen nach einem Steampunk-Zeitalter aus. Passt ja zu dem Zeitalter, was wir hier gewählt hatten. Zeitalter der Entdeckungen mit diesem mechanischen Ritter und so. Und Tanis ist ebenfalls noch inaktiv. Langschwertkämpfer. Wow, sind die schlecht. Die sind richtig schlecht. Schaut euch das mal an. Angriff 15, Verteidigung 22. 28, 39. Wieso zeigt sie uns hier noch an? Nee. Grenadier. Oder braucht man denn bestimmte... Also wir können die noch gar nicht produzieren. Ich dachte, es würde instant gehen. Durch stehendes Heer bekommen wir die erst. Oder verwechsel ich das jetzt komplett? Wartet mal. Wartet, wartet, wartet. Freiwillige bekommen wir Musketen.
Wir haben das noch nicht freigeschaltet, Leute. Deshalb. Wahrscheinlich, deshalb. Dann müssen die ja auch wie die Plünderer erscheinen. Das sollten wir aber auf jeden Fall freischalten. Ne? Wir haben es bald zusammen, die Kriegs-EP. Region inaktiv, ja, Tanis. War auch so ein Aufklärungsballon. Ihr braucht Nahrung. Tanis braucht Nahrung. Schaufeln. Na dann, lass mal losschaufeln. Bauernhof. Noch ein zweiter Bauernhof. Jetzt gucken wir mal nach. Wir haben zweimal Weizen und so eine Mühle. Ich glaube dreimal kann die dann verarbeiten, oder? Wo ist denn Mühle, 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 Mühle? Ne, das ist ein Ofen. Wo steht denn Mühle, Leute? Ja. Ne, Wandel 2. Mhm. Dann jetzt eine Mühle. Und dann noch ein Ofen. Und da haben wir nicht mal genügend Verbesserungspunkte. Aber da brauchen wir auch zweimal Mehl. Ja, das Brot brauchen. Ich glaube, das fehlt ja noch komplett, oder? Auch in Rom. Da sind wir nur bis Mehl gekommen. Irgendwie haben wir es dann nicht für nötig gehalten, noch weiter diese Güterkette voranzutreiben. Ich knilch. Müssen wir mal dran denken hier. Naja, machen wir alles in der nächsten Folge, Freunde der Nacht. Diese Folge ist zu Ende. Denkt bitte dran, Däumchen nach oben, was in die Kommentare und ganz, ganz wichtig, Abo da lassen. Das ist Motivation ohne Ende. Kostet euch keinen müden Cent, aber es bringt für mich Motivation. Und das war's. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, bye bye. Euer Sahadu.